Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Inazuma 11 Go Licht Let's Plays. Ich bin Rick Dalin, ihr schaut wieder ganz so jung. Ich sag's vorab, wir machen heute nur eine Folge. Eine einzige Folge. Ich bin im Moment total fertig mit der Welt. Geh jetzt erst danach dann gleich nochmal pennen. Guten Morgen, Sky. Oh, hallo, Arian. Endlich habt ihr es in die Hauptrunde des Saints Way geschafft. Ihr werdet Fußball wieder zu dem machen, was es mal war. Genau. Wir haben so hart trainiert, da gewinnen wir ganz sicher. Wir geben unser allerbestes. Klar, das weiß ich doch. Morgen. Wer bist denn du? Wer ist das denn? Den habe ich ja noch nie hier gesehen. Voll aufdringlich, der Kerl, ey. Läuft einem auf der Straße entgegen und sagt morgen. Ungewöhnlich. Das ist also Raimon. The fuck? Dunkle Zeiten brechen auf. Kapitel 7. Macht und Machenschaften. Guten Morgen, Kinder. Wir haben ab heute einen neuen Schüler in der Klasse. Oh, toll. Wer hätte das gedacht? Oh, der Junge von vorhin. Ja, das ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich bin Aitor Cazador und ich bin ab heute in eurer Klasse. Mucho gusto. Freut mich. Ich hab ein Tor verstanden, ey. Da wäre ja mal voll die Verstärkung. Der schießt immer ein Tor. Aitor spielt gern Fußball, hat er mir gesagt. Also, Arian, Jean-Pierre, kümmert ihr euch später noch ein bisschen um ihn, ja? Der Sprecher von dem Lehrer, der hört sich ein bisschen an für mich wie die vorher von diesen Hörspielkassetten das gemacht haben, mit Herrn Blümchen und Co. So. Ich total ohne alles, das ist ja, hört mich man mich ja nur irgendwie, ich muss hier nicht schauspielern oder so, total lieblos. Machen wir! Wenn er gern Fußball spielt, dann will er bestimmt in der Mannschaft mitmachen. Ich muss ihn unbedingt mal fragen. Mach das nett, Arian. Mach das nett. Der macht die Mannschaft kaputt. Der will nur Böses. Unser Lehrer meinte, der Neue in unserer Klasse spielt auch gerne Fußball. Aitor Cazador heißt er. Da muss ich nachhaken. Nein. Stell dich ein Tor vor. Ach, ich will's doch nicht, Leute. Die Vorrunde ist zwar vorbei, aber der richtige Kampf geht jetzt erst los. Danke für Ihre Hilfe, Trainer Travis. Wir haben einen Neuen in der Klasse, er heißt Eintor und spielt auch Fußball. Hashtag Fußballfieber. Leute, ich nenne den in Zukunft noch Eintor. Mir ist klar, dass der Eintor heißt. Eintor hört sich, nehme ich aber trotzdem. Ist er gut drauf? Keine Ahnung, das werden wir noch rausfinden. Ich heiße Arian. Hallo Arian. Ich freue mich jetzt bei euch zu sein. Du bist also Fußballer, ja? Sag mal, willst du nicht vielleicht bei unserem Fußballclub mitmachen? Klingt voll, als hätten wir es total nötig irgendwie, ne? Einer kommt da angerannt, da heißt ein Tor und schon, komm in unseren Club. Wir waren zwar mal Weltmeister, aber das ist lange her. Wir sind total angewiesen auf dich. Ja klar. Ich meine, wenn ich darf. Prima. Welche Position spielst du? Ich bin Mittelfeldspieler. Ich bin Verteidiger. Nee, echt? Wie ich? Magnifique! Ich bin übrigens Jean-Pierre Lapin. Mich nennen aber alle einfach nur Jeepe. Ich liebe Französisch, ey. Französisch ist magnifique. Willst du nach dem Unterricht mit uns mitkommen?
Dann stellen wir dir die anderen vor. Ja, machen wir mal. Wir haben einen neuen Spieler. C'est super. Ich freue mich so. Alter, wenn ich irgendwie mal eine Zeit lang im Ausland leben sollte, dann mach ich das genauso wie Jean-Pierre, ne? Zwischendurch einfach mal so ein deutsches Wort reinhauen, irgendwie, keine Ahnung, Knackkasten oder so, macht mal Sinn, aber bäh, hört sich gut an. Idiotas. Was hat der denn da gesagt? Das hat ja keiner verstanden. Oh Mann. Eure Exzellenz. Seymour Hillman wird bei der Wahl zum Imperator kandidieren. Es kommt also zum Duell zwischen euch und Hillman. Ach, wirklich? Er ist der beste Gegenkandidat, der nicht zum Kreis von Fifth Sector gehört, seit ihr den Thron bestiegen habt. Wir hatten die Rebellion an der Raymond schon als Einzelfall abgetan und nun das. Die Lage scheint mir besorgniserregend, Eure Exzellenz. Ich finde eher, dass es jetzt interessant wird. Nach der Schule. Komm, Eintor. Ich stell dich den restlichen Spielern des Clubs vor. Zeige Eintor die Räumlichkeiten des Clubs. Hey, kein Schnatter während des Unterrichts, verstanden? Im Unterricht wird aufgepasst, sagt die Lehrerin, während sie anderen Hausaufgaben oder Tests aufdrückt. Gibt's eigentlich auch Fotos von mir, auf denen ich ganz normal aussehe, Rosi? Ich will mal die Fotos überhaupt sehen. Das ist bestimmt ein neuer Imperialagent, der eingeschleust wird, 100 Pro. Oh, der Mr. Evans. Ich bin Eintor Cazador. Mucho gusto, ich würde gern im Club mitspielen. Hat er auch zufälligerweise schon den Trainingsanzug an? Arian hat ihn schon voll ausgestattet. Oh, ein neuer Anwärter? Hurra, dann beginnt das Training heute wohl mit einem kleinen Match, in dem er sich beweisen muss, was? Ach, es gibt einen Test? Stimmt ja, ich muss hier auch erstmal ein Probetraining machen, hatte ich schon fast vergessen. Eintor, magst du Fußball? Hä? Wie geht's um Fußball? Ich hab gedacht, wir spielen Handball. Na los, sag schon. Ja, ich mag Fußball. Dann bist du dabei. Wozu Leute aussieben? Wer mitmachen möchte, darf das auch. Es geht hier um den Spaß am Fußball. Ist das nicht toll, Eintor? Ich freue mich schon auf das gemeinsame Training. Eintor Cazador hat sich dir angeschlossen. Dann besorge ich Eintor sofort ein Trikot. Bin gleich wieder da. Alter, wir nehmen aber auch jeden in die Mannschaft, ne? Oh ja, was ist denn da? Ein Basketball? Ach du Schande, Mann, komm in den Fußballclub hier. Bam! Bist Stürmer. Wer mitmachen möchte, darf das auch. So eine Denkweise ist typisch. Mark Evans. Ja, ich bin da auch nicht so mit zufrieden. Dieser neue Schüler, mir gefällt sein Lächeln nicht. Irgendwas ist falsch daran. Mann, was Rosi für eine Ahnung hat. Unglaublich. Wirklich? Ist mir nicht aufgefallen. Hey, Arian, jetzt nicht nachlassen. Arian, lass dich nicht von den Neuen vorführen. Lass dich nicht von den Neuen verführen. Er ist anscheinend Verteidiger wie ich, aber ob er gut genug ist, um bei uns mitzumischen, werden wir noch herausfinden müssen. Ich glaube, Gabby, der ist ja so ein bisschen... Den mag ich nicht so gern. Mal gucken, was Victor sagt. Der ist interessant. Hör auf, so herumzuzappeln. Kannst du nicht einfach mal geduldig warten? Recht hat er. Dodge. Scheiß auf Dodge, Mann. Wie kommst du jetzt wieder auf den Vogel? Ich kann es nicht glauben, wo wir uns gerade für die Hauptrunde qualifiziert hatten.
Ja, kommt ein neuer Spieler. So ein Zufall, ne? Wir haben die Hauptrunde erreicht. Und zwar, weil wir zusammengehalten haben. Jawohl, ja. Wäre echt klasse, wenn Dodge noch hier wäre. Kann's immer noch nicht glauben, dass er einfach so die Schule... Was? Der hat die Schule gewechselt? Das für ein Arschkopf. Was? Dodge ist nicht mehr an Herr Raymond? Nö. Er hat nicht mal gesagt, wo er hin ist. Und das, wo wir seit Ewigkeiten beste Kumpels waren. Das war echt uncool, Mann. Leicht gefallen ist es ihm doch wohl auch nicht. Hoffentlich hat er eines Tages auch Verständnis für unsere Entscheidung. Was? Damit kannst du mich doch nicht so plötzlich überfallen. Ich? Hallo? Scott? Wer ist Scott? Irgendwas nicht in Ordnung? Das war Scott Banion. Er hat uns zu einem Freundschaftsspiel gegen seine Mannschaft eingeladen. Der Gegner, gegen den er eigentlich antreten wollte, hat abgesagt. Es ist nicht mehr lang bis zur Hauptrunde. Sollen wir absagen? Nee, spielen wir die Partie ruhig. In der Hauptrunde erwarten uns einige richtig schwere Brocken. Ein bisschen Spaßfußball als Gegengewicht kommt da gerade recht. Es ist lange her, dass wir mal ein Spiel gespielt haben, das nicht im Zeichen dieser Revolution stand. Scott Banions Mannschaft, das heißt, wir spielen gegen Erwachsene. Magnifik? Ich kann es kaum erwarten. Dann rufe ich gleich zurück und sage zu. Scott möchte am Fluss spielen, also macht euch bereit, Leute. Jetzt spielen wir gegen Erwachsene, mal gucken, wie die aussehen. Ein Tor! Ich möchte deine Technik genau unter die Lupe nehmen. Also spiel einfach so, wie du es normalerweise tun würdest. Wie soll er sonst spielen? Kannst du haben! Hehehehe! Der passt ein bisschen zu Scott, finde ich persönlich. Wir spielen ein Freundschaftsspiel gegen das Team von Herrn Banyan. Ich bin schon gespannt, wie gut ein Tor wohl ist. Nur schade, dass Dodge nicht mehr bei uns spielt. Er hat ohne ein Wort die Schule gewechselt. So ein Arschkorb, ey. Und dann, wenn die Revolution geglückt ist, heißt dann, oh, ich wollte schon immer zu Raymond, war da ja eigentlich und überhaupt, hallo, ich bin wieder im Team. Ich habe nur euren Virtuosen fotografiert. Echt jetzt? Ein Tor ist jetzt unser neuer Abwehrspieler. Unsere Abwehr wird immer stärker. Findet ihr auch, dass er immer grimmig schaut, auch wenn er lächelt? Hashtag oberpeinlich. Trotzdem schön, euch alle kennenzulernen. Was ist denn oberpeinlich? Du oder was? Oder Rosi? Oder, ach, keine Ahnung. Ich mag den einfach nicht. Ich habe gehört, den Schatten erheiratet Mark Cammy statt unserer Nelly hier. Wie findet ihr das? Wen findet ihr besser? Findet ihr Nelly oder Cammy besser als Frau für Mark? Ich finde, Cammy ist ein bisschen blass geblieben. Intim Ogre greift an. Auch dieses ganze, wir kennen uns, seitdem wir Kinder sind, Story-Arc gedöns, weiß ich nicht. Das hat jetzt nicht wirklich dazu beigetragen oder dazu geführt, dass ich sagen kann, ja, also, das kann ich nachvollziehen. Die sind füreinander bestimmt. Die lieben sich seit klein auf oder sowas. Nee, ganz sicher nicht. Ups. Treffe ich dann jetzt mal die Treppe nach unten. Oh, ich bin topfit. Sowas hört man gern. Marc, schön dich wiederzusehen. Hallo Marc, danke für die Zusage. Wir hätten das Spiel ungern komplett ausfallen lassen. Ja, tut Fifth Sector etwa auch dann die Erwachsenenspiele kontrollieren? Aber wie ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Silvia Scott, lange her, nicht wahr? Stimmt, und sieh uns doch an. Du bist jetzt ein berühmter Fußballtrainer und ich ein seriöser Geschäftsmann. Haha! Hey Scott, du Nase, wie wär's, wenn du mal den Rest der Mannschaft vorstellst? Ja, und zwar Dalli. Wir wollen hier ja nicht den ganzen Tag herumlungern. Tag auch! Ihr haltet uns hoffentlich nicht für eine Horde von Rüpeln. Natürlich tun sie das nicht. Das Wort kennen die jungen Leute doch schon gar nicht mehr. Also machen wir es kurz. Wir wohnen alle im Haus Windsor und dachten, wir stellen einfach mal ein Team zusammen. Die Golden Oldies.
Warte mal, was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, ist, Arion wohnt im Haus Windsor. Sylvia wohnt im Haus Windsor. Die wohnen alle im Haus Windsor. Zusammen. Und als Arion den Scott getroffen hat, sagte, wow, das ist Scott. Sie sind doch einer der alten Raymond-Spieler. Oh, Weltmeister. Sie sind ja toll. Dabei hätte er den doch jeden Tag schon begegnen können, Mann. Was ist denn da los? Oder peile ich gerade was nicht? Und ich bin die Trainerin. Ich kann es kaum erwarten, gegen dich anzutreten, Mark. Ja, Sylvia, du machst das schon. Mir geht's genauso. Also, wir machen uns da mal fertig. Ich stelle ein Tor als Verteidiger auf. Behalte ihn gut im Auge, Gabby. Mal sehen, was er drauf hat. Geht klar, Trainer. Dieser Kerl spielt auch in der Verteidigung. Das halte ich für gewagt. Gabby ist spitze. Er ist das Herzstück unserer Verteidigung. Das Herzstück eurer Verteidigung, ja? Ach, alte Zeiten. Sprich mit Silber, wenn du bereit bist. Na klar, machen wir das. Ne, sonst nervt ihr uns wieder mit irgendeinem Scheiß. Training und so ein Krams. Habt ihr das Froschbild gesehen, das Frau Hills am Rücken klebt? Also wirklich, Scott Banyan. Das gibt Ärger. Danke für die Warnung. Ganz der Alte geblieben hier anscheinend. Es geht mir ab hier. Komm, Silvia, was los? Unser Teamlevel liegt bei ungefähr 21 bis 23. Wenn ihr keine Packung kassieren wollt, sollte euer mindestens genauso hoch sein. Bereit? Aha, nein. Ich weiß nicht, 18 ist ein bisschen zu gering, glaube ich. Speichern wir erstmal. Frage ist, was machen wir jetzt? Ach, wisst ihr was, wir machen's. Wir haben gespeichert, wir kämpfen jetzt einfach mal. Am Ende klappt's vielleicht halt nicht. Na und, dann spielen wir es halt nochmal. Auch kein Ding. Setze Gabby und ein Tor ein. Mal gucken, ist er schon in der Mannschaft? Wo ist ein Tor? Ein Tor. Der ist schon in der Mannschaft, wenn ich das richtig sehe. Oder doch? Oder ne? Oder wie? Oder was? Dann nehmen wir halt diesen Face da raus. Okay, jetzt muss klappen. Okay. Wo ist er? Ein Tor. Ach, da ist er doch da unten. Machen wir es mal so. Dann geht's los. Ich hoffe, beide Seiten werden ihr Bestes geben. Zum Glück ist es nur ein Freundschaftsspiel, wo er uns in die Pfanne haut. Touchband ist bereit. Raymond gegen die Golden Oldies. Hauptsache, die haben Spaß, ey. Ohne Scheiß. Fußballplatz am Fluss. Okay, Start. Ein bisschen dahin dribbeln, okay. Durchsetzen. Jawohl. Ausweichen. Oh, scheiße, der ist stark. Grätschen. Ach, Schande. Wirbelsprint, probieren wir mal. Yeah, Mann. So muss das. Ausweichen. Oh, schade, wir haben doch eigentlich so ein gutes Dribbling. Grätschen. Super, Arion. Komm, lauf, 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 Victor, Victor, Victor. Oh, durchsetzen. War ja klar. Ein Millimeter vor der Linie werden wir gestoppt. Jetzt klappt's aber. Super. Oh. Da ist ein Weg vor mir. Ich muss diese Gelegenheit beim Schopf packen.
Ich mach das! Zu langsam! Wow, Mann! Ein Tor, du warst überhaupt nicht auf deiner Position. Ich wollte doch nur aushelfen, wo doch alle sagen, dass du die größte Schwachstelle von Raymond bist, Gabby. Was? Hey, lass das gefälligst, solche Sprüche mitten im Spiel. Hehe, das wollte er wohl nicht so unbedingt hören. Was bist du denn für ein Arsch? Ach. Gretchen? Ach, so toll bist du gar nicht, du Vogel. Bist du denn? Gibt's ja gar nicht. Oh Mann, komm. Oh. Ey, ey, ey. Die ganze Zeit nur hin und her, komm hier. Beziehungsweise brauchen wir gar nicht, wir sind ganz gut, machen wir mal abblocken von der... Ah, so viel zum Thema brauchen wir nicht, wir sind gut. Nein! Umgefallen, Flammengriff. Was müssen wir überhaupt machen, ich habe nicht drauf geachtet. Das gibt ein Tor, glaube ich, Leute. Komm, 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 Junge. Och, das gibt's doch nicht, wenn ich so ein Scheiß sehe. Warum zur Hölle ist Gabby umgefallen, ey? Was soll man überhaupt machen? Ja, ja, ja. Tolle Wurst, Mann. Will ich wegdrücken. Die Demütigung erneut. Ja, so macht man das. Immer bla bla bla. Ich glaube, wir müssen einfach nur spielen, oder was? Ach so. Ja, machen wir das doch einfach mal. Dann zeigen wir denen einfach, wo der Hammer hängt. Lancelot! Kapau! Ja, hat aufgelevelt. Geist plus 1 hat er eben gerade gestanden. Das heißt, er ist nochmal stärker geworden. Ausweichen. Yeah, Mann! Drüber gejumpt! Wurm! Durchsetzen! Ihr habt doch keine Chance gegen meinen Avatar. Ausweichen. Und jetzt rinde mit. Avalon-Attacke. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Torhüter? Tor! Ausgleich! Tor! Spitze! Ja, aber wirklich, toll! Ja, diesmal waren wir schnell genug. Oh, bla bla bla, wir halten. Ja, ja, werdet ihr noch sehen und so weiter und so fort, so wie es immer ist. Abblocken. Ach, Schandendreck. Schandendreck, sage ich dazu nur. Oh je. Yeah. Komm hier, Durchstarter. Jumbo-Fresse. Yeah, Durchstarter hat durchgesetzt. Super, Eugene. Yeah. Ausweichen. Machen das Tor dann einfach. Setzen uns hier nochmal durch. Durchsetzen. Nein, er macht Windhose. Mann, Gott, du Arsch. Ah, war ja klar. Fantastischer Verteidiger gewesen, immer schon, das Gott. Aber nicht mit uns. Hier kommt er, Fortissimo! V2! Oh nein, Turbo-Kombo! Er konnte ihn nicht halten! Tor! Führung! Tor! Recht so, Leute! Ja, aber echt hier, sehr gut! Nein, nein, ich war schon wieder so langsam! Ich hasse es! Warum nur? Warum kann man sich einfach mit dem scheiß Knopf irgendwie... auch abbrechen. Hallo, Leute. Oh, 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 super interessant, ja. Ja, bla, bla, nächsten haben wir und so und überhaupt. Wissen wir doch. Standardgedöns. Ablocken probieren wir mal, wenn Gretchen nicht funktioniert. Blocken funktioniert noch weniger, weil der einfach mal durchrennt. Ablocken. Ah, Eugene, Mann. Yeah, Arian, Gretchen. Ah, was ist hier los? Gretchen mit nochmal. Ah, Hüpferei. Abloggen.
Oh, Tante, das auch Aeolus. Ich hasse diese Buchstabenfolge. Lautkombination. Ende der ersten Halbzeit. Laut meinen Berechnungen bestehen noch gute Chancen, dass wir gewinnen. Ja, Opa Conehead. Prima, weiter so. Aufgabe läuft. Überqueren die Linie mit dem Ball. Pass auf, dass du dabei nicht ins Abseits läufst. Ah ja. Ablocken. Yeah! Na, lauf halt mal. Ausweichen. Oh, oh shit. Nein! Sein Kampfgeist ist gebrochen. Schnell! Wir machen die Kampfgeister an. Maestro erste Mal. Ablocken. Blöde Aufgabe. Komm hier, Wirbelsprint. Wieder auch Luft, die Kuss kann. Super tolle Geheimtechnik. Arian. Komm, das machst du doch ganz einfach. Ausweichen. Bäm, Mann. Einfach da stehen gelassen. Der Neue ist wirklich nicht schlecht, wie der mit dem Ball umgehen kann. Die Jumbo-Presse. So ein Ärger. Gerade erst sind wir an den Ball gekommen und jetzt ist er schon wieder weg. Das ist unsere Chance. Ich regel das. Lass Gabby, das kann ich doch übernehmen. Ja. Hat er gerade den eigenen Mann angegriffen? Mensch, was genau ist eigentlich dein Problem, Eintor? Bisschen grenzdebil. Sogar Mark aufgefallen. Ausweichen. Der kann ja nichts. Ich hasse ihn. Vielleicht tut er auch immer ein Tor verursachen oder so. Man weiß es nicht. Kretchen. Komm, Superpower. Jawohl. Und Kapau! Hyperharmonie! 3-1, Mann! 3-1 da ist dazu nur! Yeah. Kapeng! Drinne! Sehr, sehr gut! Recht so, Leute! 3-1 schnell, jetzt muss gedrückt werden! Ach, ich hab's geschafft! Sehr schön! Nein, den nächsten Ball halte ich aber! Ja, sowohl deine Mütze als auch du! Ihr seid schlecht! Und das war Schwachsinn, was ich gerade gelabert habe. Aber egal, ich traue mich trotzdem, den Quatsch zu erzählen. Yeah! Kaiser! Hilfe! Die mögen mich zu sehr durchsetzen. Ach, verteidige halt mal wie so ein Vogel. Ablocken. Yeah, Mann. So macht man das. Ausweichen. Voller Kampfgeist und so. Schön, sagt er nur. Durchsetzen. Yeah, da kann auch kein Banyan nichts. Der steht sowieso nur doof da. Wie, Volley geht nicht. Dann machen wir schießen. Volle Pulle. Volle Pulle ins Eck. Keine Kampfkraft mehr. Yeah. 4-1. Juhu. Nein, den nächsten Ball und ja. Start. Kampfgeist callen. Arian Pegasus. Oh ja, also echt. Wie konnte mir das beim ersten Mal nicht auffallen, dass das nur flügeltes Pferd ist? Ich weiß es nicht. Los, Arian, lauf halt mal, du Vogel. Taktik.
Donnerschlag. Wow, umgefallen. Nein, du kannst den durchlassen. Habt ihr es gesehen? Mann, Kaiser, ey. Ja, super, alles klar. Hier, jetzt mach mal deinen Schattenakrobat. Oh, Mann, Mann, Mann. Fünf rein. Wäre ich nicht so verpeilt gewesen, hätte ich das erste Tor nicht reingelassen. Und wie kann denn gleich jetzt hier die Wiederholung kommen, ohne dass ich es abbrechen kann? Macht doch gar null Sinn. War ja quasi instant. Wie lange geht's denn überhaupt noch hier? 5 Minuten noch. Und was müssen die Erwachsenen doch konditionell und voll den Vorteil haben bei Kinderspielzeiten? Ist aber eh krass. Spielst gegen ganz kleine Kinder, spielst gegen Erwachsene, die aussehen wie ganz kleine Kinder teilweise. Alter Mann. Ich will ja nicht wissen, was die für Jobs haben teilweise. Sieht auf jeden Fall viel zu gangstermäßig aus. So, hier kommt Nebelschneier. Den zeigen wir. Oh, 2. Yeah. Arian. Oh, jetzt wolltest du zu Kaiser passen und was passiert? Abpfiff. Aber immerhin haben wir gewonnen und das, obwohl die eigentlich viel stärker waren als wir. Na toll, jetzt haben wir den Schlamassel. Was denn für ein Schlamassel? Tja, wir sind einfach so gut, sagte ein Tor. Ja, dicke Levels. Duo-Katapult, aha. Das hat Spaß gemacht, das sollten wir irgendwann mal wiederholen. Danke, dass ihr so kurzfristig angetreten seid. Für die Golden Oldies war es ein Riesenspaß. Für uns auch, Scott. Und ja, wir hätten auch ganz sicher nichts gegen ein Rückspiel. Haha, das war lustig, oder? Hm, schon, aber ich musste alles geben, um auf dem Niveau mithalten zu können. Halt die Fresse, du Vogel. Was faselst du da? Für einen Anfänger hat das doch gar nicht so übel ausgesehen. Tja, du bist schnell und gewandt. Du hast gute Anlagen, ein Top-Verteidiger zu werden. Hey, Victor, könnte es eventuell sein, dass du diesen Jungen von irgendwoher kennst? Hat aber voll recht, der Gabby. Du meinst, ob er ein Imperialer ist? Er hat alles, was einen Imperialen auszeichnet. Gut möglich, dass Fifth Sector ein Auge auf ihn geworfen hat. Aber ob er wirklich ein Imperialer ist, kann ich dir leider nicht sagen. Na gut. So, meine Stimme geht auf den Zahnfleisch sozusagen am Tag darauf. Alles in Ordnung, Marc? Du sitzt schon den ganzen Tag wie gefesselt vor der Klotze. Na klar, ist doch auch WM, Mann. Die Luna Sea Military Academy spielt gerade. Die sind unser Gegner im ersten Spiel der Hauptrunde. Mann, wie die immer was zu essen macht, die ist ja geil. Luna Sea, die waren letztes Jahr eines der besten 8 Teams. Da habt ihr gleich im ersten Spiel einen richtigen, erfahrenen Gegner. Und die Schule nennt sich nicht umsonst eine Militärakademie. Man legt dort viel Wert auf Taktik und Disziplin. Mehr als an der Royal. Ich lege nicht so viel Wert auf Taktik. Meinst du, wir haben mit meinen Trainingsmethoden trotzdem eine Chance? Wenn deine Trainingsmethoden darin bestehen, auf dem Sofa zu hocken und dir Sorgen zu machen, dann nicht. Ewigkeiten herumzugrübeln ist doch gar nicht dein Stil. Du bist doch mehr der Probier-geht-über-Studier-Typ. Du hast recht. Gut, ich bin dann mal unterwegs. Ohne zu frühstücken? Guck mal, da ist gerade ein Toast fertig. Das ist Toast? Sicher, Nelly. Der Toast ist in der Tat fertig. Fix und fertig. Tante Silvia, kann ich bitte noch eine Scheibe Toast haben? Oh, was sind das? Sollen die uns jetzt suggerieren, dass die Silvia besser als die Nelly ist? Nein, nein und nochmals nein.
Sicher, aber schling nicht so. Es nimmt dir keine etwas weg. Schon, aber ich muss zur Besprechung zum Spiel gegen Lunacy. Wir haben eine Menge Infos von Trainer Travis erhalten. Arian! Oh, Sky ist schon da. Ich muss los. Tschüss, Tante Silvia. Mach's gut, Spotter. Hat dein Toast gar nicht gefuttert. Und so, dann machen wir aber an der Stelle mal einen Cut. Wie gesagt, das ist die einzige Folge heute. Dafür halt eine insgesamt ein bisschen längere Folge. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen. Und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.